Ihr sucht ein Spielsystem für den perfekten Wechsel von Winter auf Sommer oder Sommer auf Winter? Oder sucht ihr ein Spielsystem, mit dem ihr euren Schülern Rhythmusgefühl und Schlagsicherheit beibringen könnt? Bleibt dran, denn jetzt kommt meine Allzweckwaffe. Hier kommt der Hosenträger. Hallo, schön, dass ihr wieder dabei seid. Ich bin der Martin und heute geht es in meinem neuen Video um den Hosenträger. Hosenträger, eine Spielform, die meine Schüler schon kennen. Die wissen ganz genau, die erste Spielstunde oder die erste Trainingsstunde innerhalb einer Saison hat meistens mit dem Hosenträger zu tun. Warum erste Spielstunde? Ganz klar, es ist immer schwierig, den Wechsel von Sand auf Halle oder Halle auf Sand durchzunehmen. Die Begebenheiten sind einfach anders, die Bälle springen anders ab. Und der Hosenträger ist das optimale Tool, damit eure Kids wieder schnell in den Rhythmus reinkommen. Eine ähnliche Übung habe ich schon mal vorgestellt in einem anderen Video von mir. Da ging es um das Einspielen und ebenfalls um Rhythmusgefühl. Auch diese Übung ist extrem zu empfehlen. Schaut mal rein, hier findet ihr sie. Zurück zum Hosenträger. Wie sieht dieser überhaupt aus? Also ein Hosenträger sieht in der Regel so aus von hinten. Also haben wir einmal eine Seite, die Cross spielt und vorne natürlich diese Geschichte. Das ist die Seite, die Longline spielt. Also, Hosenträgerprinzip ganz einfach. Eine Seite spielt Cross, eine Seite spielt Longline. Welche Ziele verfolge ich jetzt also mit dem Hosenträger? Erstens würde ich auf jeden Fall sagen, Schlagsicherheit. Dann haben wir als zweites das Rhythmusgefühl und als drittes das Spiel auf Ziel und natürlich auch als viertes die Beinarbeit. Warum die Beinarbeit? Weil gerade diejenigen, die den Crossball erlaufen müssen, extrem gefordert werden. Das absolut Geniale an dieser Übung ist einfach, dass ich dieses System Cross-Longline wunderbar in Spielsituationen, in Spielformen aller Art einbauen lassen. Also ihr könnt damit eine Spielsituation im Einzel oder auch im Doppel lernen. Ja? Also ihr könnt sagen, wir spielen viermal Hosenträger, danach spielen wir den Punkt aus und so weiter und so fort. Wie variantenreich diese Übung ist, das zeige ich euch jetzt im Praxisbeispiel. Viel Spaß! Thank you.
In diesem Praxisbeispiel darf der Spieler, der als erstes angespielt wird, nach einem vollständigen Hosenträger den Punkt eröffnen und hinspielen, wohin er möchte. In dieser Spielform starten alle vier Spieler an der Grundlinie. Der erste und der zweite Spieler rücken nach ihren Schlägen ans Netz auf. Spieler 4 hat mit seinem Schlag dann die freie Wahl, wohin er den Ball spielt. In dieser Spielform spielen alle Spieler so lange Hosenträger länger als T-Linie, bis ein Spieler entweder kürzer als T-Linie trifft oder ins Aus oder ins Netz spielt. Das Team, welches den Fehler nicht gemacht hat, erhält damit die Möglichkeit zum Angriff und der Punkt wird ausgespielt. Fehler. Hopp. Zumachen, zumachen, näher, näher ran. Ja. Gut. 2, 3. Fehler. Schade. Natürlich lassen sich beim Hosenträgerprinzip noch viel, viel weitere Übungen kreieren. Eurer Fantasie sind auch da wieder mal keine Grenzen gesetzt. Lasst es mich wissen, habt ihr vielleicht noch andere Möglichkeiten, den Hosenträger einzusetzen in einer Spielform? Lasst es mich wissen in den Comments. Ansonsten vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren und auch mal auf meine weiteren Videos zu schauen. Dort findet ihr sicherlich nützliche Sachen für euer Tennistraining. Bis zum nächsten Mal, euer Martin.